Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Life in the Woods. Unschwer zu erkennen, wir sind mal wieder zu Hause. Ja, nach vielen Tagen intensiver Reisetätigkeit und ja, Entdeckung von Schiffswracks und von irgendwelchen Wassertürmen und alten Schlangentempeln habe ich gelesen, dass ja in den Kommentaren so ein bisschen was darüber geschrieben wurde, dass ja mein Haus hier alles andere als fertig ist. Und ja, dass auch hier Verschönerung mit Korallen eines meiner geringeren Probleme wäre. Und da habt ihr natürlich auch vollkommen recht. Das alles hier habe ich ein bisschen schleifen lassen. Darum werde ich mich jetzt in den nächsten Minecraft-Tagen ein wenig hier um mein ganzes ja, Gebäudemanagement kümmern. Vor allen Dingen auch um das Inventar. Denn ja, wie ihr seht, der eine Rucksack ist fast leer und der andere, ja, da ist immer noch viel Zeug drin. Das hat den ganz einfachen Grund, ich weiß nicht wohin damit. Und das ist ein Zustand, der kann so auf Dauer nicht bleiben. Von daher, ja, gehe ich das Ganze mit dem Ordnungssystem jetzt an. Aber damit ihr auch was davon habt, nehme ich euch einfach mal mit. Dazu gucken wir uns nochmal an, was wir hier zur Verfügung haben. Hier unseren kleinen, ja, Raum. Den möchte ich grundsätzlich nur noch für Holz und Saatgut und sowas nutzen. Und nicht mehr hier für Steine, wie da hinten zum Beispiel. Ja, und wo kommen dann die Steine hin, könntet ihr jetzt fragen. Nun, die kommen jetzt in ja, das erste Kellergeschoss. Das gibt es nämlich jetzt, das ist noch neu. Das ist hier. Und ja, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, werden dann hier mit Storage Drawers ja, die ganzen Steine einsortiert. So der Plan. Jetzt geht es aber an die Umsetzung und dazu habe ich mir hier ganz viel Zeug eingepackt. Und gehe davon aus, dass ich das auch alles wahrscheinlich brauchen werde, in gewisser Weise. Wir fangen jetzt mal an mit dem Storage Controller, den wir ja unbedingt brauchen. Der sollte dann am besten hier sitzen. Ja. Genau. Und da habe ich mir hier schon was vorbereitet, wie sich das gehört. Das ist der falsche. Sekunde, da. Wir brauchen also glatten Stein, einen einfachen Drawer, ein 1x2, zwei Komparatoren. Da muss ich gleich mal gucken, wie das geht. Also 6 Stein, oh Gott, was eine Rechnerei. Ja, glatte Steine und daran scheitert es wahrscheinlich, die habe ich nicht dabei. Ah, super. Ja, ich bin top vorbereitet. Ich merke das schon. Also, gerade wieder nach oben. Und Steine tauschen. Wir brauchen von den glatten. Das wird nicht reichen. Ach, guck mal hier, den haben wir sogar doppelt. Hätte ich sogar noch Platz gehabt. Na. So eine Schlamperei aber auch. So, Bruchstein mal weglegen und den nehmen wir mit. Ist ja zum Glück egal, welche Farbe er hat. Das rettet mich jetzt so ein bisschen. So, dann brauchen wir Stöckchen. Stöckchen haben wir auch keine mehr. Was für ein Sauladen hier, so echt. Und zwar, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind das 6 Redstone-Fackeln. Die wir jetzt einfach mal in der Gegend umherwerfen. So. Daraus machen wir uns jetzt schöne Komparatoren. 2 Stück. Die gehen so, 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 so. 2x Quarz. Und zack, da haben wir ihn schon. So, dann kann auch das Nether-Zeugs da jetzt weg. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Das braucht man nur hierfür. Weg mit dir. Und dann bauen wir mal weiter. Kann ich auch hier machen. Das Ding wollte jetzt haben 2... Ach, das 1x2-Ding fehlt uns noch. Das habe ich aber, glaube ich, doch schon mal versehentlich gebaut. 1x2, guck an. Na, räumen wir einfach mal die Kiste da weg. So. So, und jetzt sollten wir doch alles so beisammen haben. Das und das und das. Und Stein und Stein und Stein. Und... Nee, da kam der Diamant, glaube ich, hin. So? Nee, so ähnlich wohl. Hm? Oh, naja, ich war ja fast, also ich war ja, also
ganz nah dran. Warum geht das jetzt nicht? Willst du mir erzählen, dass das tatsächlich nur aus diesem Stein geht? Das wäre ja doof. Ja, scheinbar. Ich sehe hier keinen Fehler. Na gut. Dann schmeißen wir alles nochmal raus. Und gucken mal, ob wir mit dem Chisel arbeiten können. Und machen mal hier den... Können wir nicht. Warum nicht? Okay, da kriegen wir auch nicht den Stein 1 raus. Wie ist es hier? Bruchstein 4. Wieso kriege ich da nicht den Stein 1 raus? Naja. Okay, dann machen wir eben Bruchstein. So. Brennen den. Ich bin ja leidensfähig. Können wir den anderen auch wieder wegpacken? Das fängt ja hier super an in der Folge, muss ich schon sagen. Aber da seht ihr mal, so bauen ist manchmal auch ein bisschen kompliziert. Vor allen Dingen, wenn die Rezepte dann doch sehr ausufernd geworden sind. So, da kommt jetzt aber wenigstens der Stein 1 raus. Ich hoffe, das ist ihm jetzt genehm. Ich bin ja sehr rücksichtsvoll. So, und von der Sorte brauche ich 5 Stück. Das dauert eine Weile. Dann kann ich schon mal gucken, für die Storage Drawers brauche ich ganz viel Holz. Da habe ich ja hier Eichenholz dabei. Das sollte jetzt erstmal genügen. Und ja, gucken wir mal. Vielleicht ja, komme ich hin. Ach ja, während das hier so alles in der Gegend umherbrennt, kann ich wenigstens noch zeigen, ich habe eine ganz tolle Kleinigkeit noch geändert, weil es auch angesprochen wurde. Tada! Hier liegt jetzt ein Boden drin. Ja, komplett sogar. Will mir ja nichts nachsagen lassen hier. So, jetzt ist der Stein hier auch durch. Und dann machen wir nochmal das Ganze. Also der Diamant nach unten, der Drawer dahin, die Komparatoren links und rechts. Und dann Stein, 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 Stein. Und tatsächlich, es lag am Stein. So, mit dem Drawer-Controller in der Hand gehen wir dann auch mal wieder in den Keller. Und ich setze das ganze Ding jetzt dahin, dann kann ich nämlich hier noch so eine Leitung legen und hier zum Beispiel eine Kiste hinstellen, wo ich dann einfach mein ganzes Gestein reinschmeiße und lasse das sortieren, denn das Ding soll das ja automatisch machen. Ich will das ja nicht alles per Hand erledigen müssen. Ja, jetzt brauchen wir natürlich noch Oak Drawers und zwar ganz, ganz viele davon. Und dann nehmen wir ja die 2x2 Variante. So. Und da sehe ich schon, da brauche ich Kisten. Und zwar einige. Um genau zu sein, 4 Stück. Und das pro Drawer sind also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal 4 sind, wer weiß es, 24. Und was ist 24 mal 8? 208, kann das sein? Und das reicht schon mal nicht, da geht mein ganzes Holz drauf. Ah, auch schön. Dann nehmen wir erstmal nur 16 Truhen. So. Wobei, da kann ich doch auch hier diese Tropenholzstufen verwenden. Dann haben wir zwar die Tropendinger, aber die habe ich sowieso über... Ach so, da kommen 4 raus. Ja. Habe ich vielleicht jetzt doch ein bisschen übertrieben, dann nehmen wir doch die. Okay, ich habe ein bisschen übertrieben mit Kisten. Ja, hätte ich doch mal richtig hingeguckt. Andererseits, es war nur Eichenholz, davon habe ich genug. So, die setze ich jetzt hier in die Wand rein. Ja, jetzt haben wir noch welche über und
bevor ich die jetzt wieder in irgendeine Kiste werfe, machen wir das so. Da kann ja irgendwas anderes reinkommen. Ja, hier habe ich mir so ein Regal gebaut. Da kann ich dann das Werkzeug aufhängen. Links hier hängt meine Glücksspitzhacke und da könnte ich mir dann auch die anderen hinschmeißen. Ja, ist ganz praktisch so. Ja, das war jetzt aber unpraktisch, denn ich brauche das Teil noch. Denn wir müssen hier noch einen Zugang legen zu dem Drawer. Und ich muss dringend ins Bett, es ist nämlich dunkel. Oh mein Gott. So. Wir könnten ja natürlich auch von hinten befüllen. Dann passt hier noch eine Reihe hin. Ha. Gar nicht mal so doof, die Idee. Nun, auf jeden Fall muss hier eine Kiste hin. Und zwar möglichst da oben. Und dann brauchen wir einen Trichter. Ich hatte doch eben da. Und ein paar von diesen ultimativ praktischen Hopperducts. Wie ging die nochmal? Nein, so war der Trichter. Wie ging nochmal ein Hopperduct? Na, machen wir ein Shift R und nochmal. Nein. Ja, so? Nein. Nicht mich ärgern, Freunde. Das verlerne ich irgendwie. Na okay, dann machen wir es eben so rum. Man ist ja Kummer gewohnt mit mir. So, Duct. Ach, ein Stück Holz kommt noch rein. Na gut. Dann kommt eben ein Stück Holz noch rein. So, zufrieden? Ja. 6 Stück. Das schmeißen wir mal weg. So. Aus der Kiste geht es nach unten. Das ist Sand. Das ist nicht gut. Wahrscheinlich mit Wasser. Oh, da muss ich mir jetzt erstmal hinten angucken, was ich da anstelle. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht so die tolle Idee, da jetzt einen Wassereinbruch zu machen. Dann setze ich mal schnell ein bisschen Erde drüber. Und fülle das dann aber schön mit Sand auf, damit es wieder hübsch ist. So. Oh, ich habe die Brücke verpasst. Verdammt. Und bin falsch gelaufen. Naja. Ist noch neu. Der Keller ist mir noch sehr unbekannt. Hunger habe ich jetzt auch endlich. Kann ich meinen Beef Wellington mal wegschnabulieren? Es dauert immer eine Weile. Jetzt habe ich mich hier auch so praktisch eingebaut, dass ich da kaum dran komme. Aber wenigstens gibt es keinen Wassereinbruch. So, um Sandstein rumkloppen ist ein bisschen unpraktisch. So, jetzt haben wir den Zugang freigelegt. Jetzt können wir auch mit den Hopperducts ran. Ja, und die Klümpchen, die lassen wir einfach da liegen. So, das sollte doch jetzt eigentlich funktionieren. Aber ich habe eigentlich gesagt, schlechtes Zeichen. Ich probiere es trotzdem mal. Was kommt denn da auf jeden Fall rein? Hier, Bruchstein und Stein 1. Ah, doch, es funktioniert. Das ist sehr schön. Ein Proof of Concept, wie man immer so schön sagt, in Englisch. Ich überlege mir dann, ob ich da oben auch noch welche hinbaue. Ich werde es wahrscheinlich sowieso müssen. Bisschen dunkel hier. Allein schon wegen dieser schieren Anzahl an Steinsorten. Gut, Sandstein gehört ja nicht dahin. Den haben wir da oben situiert. Mal gucken, ob ich schon ein bisschen was umräumen kann.
die Erdkiste, da kommt nichts rein. Das sind die Saatgut, das ist das Holz. Doch Holz habe ich hier noch irgendwas. Genau, Mangrove. Sand war, glaube ich, da. Noch irgendwas ohne Fahrschein. Ja, alles so Kleinigkeiten. Aber jetzt macht es mal Sinn. Jetzt lasse ich mir einfach mal alles sortieren. Und jetzt kann ich schon ein paar, ja, Gesteinssorten mitnehmen. Okay, ich werde euch jetzt nicht das traurige Schauspiel zeigen, wie ich das jetzt einzeln darunter fummle. Ich hätte jetzt theoretisch auch kurz eine Hopperduck-Geschichte hier reinlegen können, an die Kiste. Dann wäre das da alles rein. Aber bis ich das wahrscheinlich alles zusammengebaut habe, habe ich es auch schneller per Hand umgeschichtet. Aber wir können jetzt mal ein bisschen gucken, wie hier der schöne Drawer-Controller alles feinsäuberlich hier einsortiert. Da seht ihr, gerade ist es Komatit-Pflasterstein. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Das wird eine Weile dauern. Macht nichts, ich habe Zeit. Und außer... Nein, du bestimmt nicht. Gebrannter Ton, da geht's schon los. Nein, nein. Kies. Aha, nein, Kies auch nicht. Bruchstein, Rosengranit und schon wieder voll. Ja, das ist jetzt ungemein spannend, aber ja, für mich auch. Von daher, da müsst ihr durch. Das reicht? Ah, ich weiß nicht. Ja, mal ein bisschen durchsortiert. Na, ihr seht, gleich bin ich durch. Ist schon wirklich praktisch mit diesen Storage Drawers. Ich kann mir nicht helfen. Halbstufen. Möchte ich ungern hier noch mit reinpacken, dann ist das sofort voll. Auch noch alle Inkarnationen der Steine in Halbstufen, dann ja, ist das Unternehmen auch gescheitert. Eis? Nee, auch nicht. Dann legen wir mal die Halbstufen da wieder rein. Fantasy Block, Diorit, Blauschiefer, Ziegel, Dazit. Das ist Dreck, das ist Ton, das ist Kies, das bleibt da. Rosenkranit, Ziegel, kommt mit. Komatit-Ziegel, Kalkstein, Kreide, Dolomit, schwarzer Granit. Das Eis bleibt da, hatten wir gesagt. So, das sieht auch schon ein bisschen freundlicher aus. Dann haben wir noch einen Platz. Dann kann ich noch hier das Zeug rauspacken. Ach, da waren auch noch mehrere Stapel drin. Eieieiei. Oh. So, er kommt gar nicht mehr mit dem Packen nach. Ich bin zu schnell zum Aufräumen. Das hat mir auch noch nie jemand gesagt. Was bist du da oben? Ach, weiße Wolle. Nein, das wollen wir jetzt nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Ja, voll. Wobei, ich habe hier noch ein bisschen Kohle. Die können wir da reinpacken. Oh, das war verkehrt rum. So. Und da haben wir schon alles. Oh, ging doch dann doch schnell. Und wie geht's ihm hier? Oh, er braucht noch eine Weile. Na gut, das müsst ihr euch jetzt aber nicht angucken, wie das Zeug hier langsam einläuft. Drum sage ich Tschüss, macht's gut und bis nächstes Mal.